Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer bietet mehr mit Peter, Brammen und Sepp. Hallo. 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 Nach langer Zeit mal wieder eine Aufnahme, wo ihr nicht im Team spielt, sondern einzeln. Ich glaube, das wird ganz interessant jetzt. Mhm. Kommt drauf an, was wir mehr bieten müssen. Ja, 30 Sachen müsst ihr mir immer nennen. Und die erste Runde sieht so aus. Nennt mir bitte die 30 erfolgreichsten Formel 1-Fahrer. Wie ist das denn? Und zwar wichtig nach der Anzahl ihrer Rennsiege. Und okay, der Stand. Ein paar kann ich ja machen. Der Stand ist vor der Saison 2023. Also alle Siege, die in dieser Saison gefahren wurden, sind dann nicht mit drin. Logischerweise. Habt ihr dazu Fragen? Nee. Ja. Brauche ich überhaupt aufschreiben oder macht Peter das eh? Also, man hat ja den einen oder anderen Fahrer schon mal gehört. Vielleicht hat der dann auch viele Siege. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen jetzt herleiten. Jay ist ja heute nicht da. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für euch. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann habt ihr 5 Minuten Zeit. Und Maradona war krass, ne? Keine Fragen mehr? Keine Fragen. Okay, dann starte ich den Timer und ihr switcht bitte in eure anderen Channel. Ja, und einer kann hier bleiben. Jo. Gut, dann starten die 5 Minuten. Ja, Andi. Yes. Awesome. Okay, ja, so geilen Sound. Also, Michael Schumacher kenne ich. Das ist die Zeit, wo ich damals geguckt habe. Damon Hill, David Coulthard. Ich weiß gar nicht, ob die krass waren. Auf jeden Fall waren die damals relevant. Ja. So, dann gibt's Sebastian, mein Namensvettel. Und wie heißt der da hier? Peter sein Liebling. Den du nicht so magst hier. Hamilton. Wer hat da gesagt, dass ich Hamilton nicht mag? Ah, oder Jay mag den nur nicht. Ich wusste nicht genau, ob du. Nein, ich finde alle super. Der Vater vom Hamilton. Nee, von Verstappen. Genau, Verstappen. Wie heißt denn. Der war da auch Fahrer. Den habe ich letztens irgendwo in einem Video gesehen. Dass der Vater auch irgendwie Fahrer war. Mhm. Die Frage, ob das relevant ist. Dass der gut war oder eher nicht so. Da gibt's doch diese Serie noch mit. Also Niki Lauda hat zumindest mal in einem Film mitgemacht und war auch immer Kommentator. Ob der jetzt relevant war, keine Ahnung. Senna. Genau, Senna heißt der Film oder die Serie. Dann gibt's noch. Ja, wen gibt's denn noch? War Alonso krass? Keine Ahnung. Also gibt's noch einige, würde ich sagen. Du hast noch 3 Minuten 10 und ich gehe mal zu Peter. Oh, ich glaube, ich gepisst. Hallo, Peter. Hallo. Du hast noch knapp 3 Minuten. Hast du schon 30? Ich habe schon viele aufgeschrieben. Ich raste nur gerade komplett aus, weil ich habe bei solchen Sachen immer große Probleme, dass ich natürlich etwas vor Augen habe, aber mir der Name da nicht einfällt. Und ich denke gerade an einen Fahrer, einer der erfolgreichsten aller Zeiten, über den ich schon Dokumentationen ohne Ende gesehen habe und der aus Brasilien kommt und mehrfacher Weltmeister ist und der gegen Alan Prost zum Beispiel in Japan gerne mal gecrashed ist, zum Beispiel in der letzten Kurve. Und auf Monaco eines der geilsten Rennen seines Lebens gefahren ist. Und mir fällt der Scheiß da aber nicht ein! Mann! Prost versus. Tja. Also, die Umschreibung reicht mir nicht, ich brauche mindestens den Nachnamen. Ja, ich weiß. Ich kotze so sehr im Strahl. Glaubst du, Ralf Schumacher ist in den Top 30, Andi? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also, ich habe hier die Liste, deswegen werde ich dazu nichts sagen. Ja. Aber, Maldonado, Pastor Maldonado. Ich glaube, der hat einen Sieg. Aber der wird dann wahrscheinlich nicht daran bei sein. Ja, jetzt ist die Frage, ob Platz 30, ob wir da schon bei einem Sieg angelangt sind oder nicht. Ne? Das muss man sich jetzt ein bisschen fragen. Unwahrscheinlich. Auch mir ist gerade Jenson Button noch eingefallen. Und Mark Webber ist mir gerade noch eingefallen. Okay, du hast noch 1 Minute 40. Ich gehe mal jetzt Mann, zu unserem Formel 1 Asus. Hallo, Bram. Na, hallo. Hast du schon mehr als einen? 9. Oh, okay. Alle, die ich glaube, also ich kenne vielleicht noch mehr, von denen ich mal gehört habe, aber ich habe 9 Stück, von denen ich mir sicher bin, zumindest, dass die mal zumindest große Namen waren und dann hoffe ich, dass die, wenn die Namen groß waren, auch deren Leistung, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich gemessen wird, vielleicht in WM-Titeln oder in Punkte oder so, wie auch immer, auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass wenn Namen groß sind, dass dann auch dementsprechend die Leistung groß war oder groß genug, um in dieser 30er-Liste zu sein. Okay,
Ja, das ist eine veritable Herangehensweise hier. Ja, den geilsten ich habe ist Senna. Das ist der, glaube ich, der gestorben ist. Das ist interessant, dass du den jetzt nennst. Wir schauen mal gleich, wie das hier weitergeht. Du hast noch jetzt 50 Sekunden ungefähr Zeit, um alles dir klar. noch was zu überlegen. Ich gehe nochmal zu Sepp. Ich bin viel kommen, tut mir leid. Und dann ziehe ich euch gleich. So. Das klingt schon mal sehr interessant hier. Ja. Du hast noch ich habe gerade David Cooltart mit Cool und Tart geschrieben. Also es klingt nach einem leckeren Kuchen. Es ist schon schwierig. Das ist nicht so ganz so einfach, ja. Vor allem also, hier auf 30 zu kommen. Ja, so Namen habe ich schon ein paar, aber so gerade so die Deutschen, weiß ich nicht, ob die erfolgreich waren. So. Tja, du hast noch ein paar also Sekunden. Neben Schumacher und Vettel, ne, der andere Schumacher, weiß ich nicht. Oder die anderen Dullis. Keine Ahnung. Ja, gut, dass vorbei ist, ey. Die Zeit ist abgelaufen. Ich werde jetzt die anderen ziehen. Ja, mach mal. Zeit ist abgelaufen. Ich zieh dich gleich jetzt hoch. Ja, ja. Zeit ist abgelaufen. Ich zieh dich. Okay. So. Die 5 Minuten sind abgelaufen und ihr habt hoffentlich viele Fahrer gefunden und ihr dürft jetzt setzen und wir beginnen, wie soll es auch anders sein, bei Peter. Naja, cool. Ich muss jetzt, also ich denke mal, ich bin der Favorit in dieser Kategorie und darf jetzt nicht zulassen, dass ich was Niedriges sage und die anderen beiden einfach sagen, jo, mach mal, weil die denken, die haben eh keine Chance. Also muss ich direkt hoch reingehen und sage 16. Brammen. Du bist der Nächste. Ja, ich glaube nicht mehr, dass es 16 Fahrer gibt. Ja, ich meine, gibt halt Schumi und Hamilton und das war's dann, ne? Also alle anderen. Also ich bin raus. Okay, Bram ist raus. Sepp, 16. Also ich habe hier 12 Fahrer stehen, denen ich das ansatzweise zutraue, aber 16 sind dann doch echt viel. Also, do it, Peter. Ich will jetzt nicht einfach sagen können, 4. Nee. Ich gesagt, mach mal. Nee, hättest du gesagt 10, hätte ich schon gestruggelt. Das hab ich durchschaut. Okay, also 16 Fahrer muss Peter nennen. Okay. Wow. Und du darfst. Fangen wir an mit dem Wichser, den ich fast vergessen hätte oder der mir nicht eingefallen ist. Ayrton Senna. Oh, ist dir noch eingefallen? Ist mir eingefallen, Andi. Das Schöne ist, dass ich bin dann zu Bram direkt gegangen. Das war der erste Name, den Bram mir genannt hat. Also Ayrton Senna ist selbstverständlich auf Platz 5, dabei 41 Mal hat er siegen können. So, dann der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, Lewis Hamilton. Auch das ist korrekt, Platz 1, 103 Siege. Tja, hat sich in dieser Saison auch leider nicht verändert. So, ich muss mir das hier grün markieren, damit ich nicht durch die Verwirrung komme. Richtig, es ist krass, wenn man durch die Verwirrung kommt, ne? Sebastian Vettel. Ich hatte meinen Spiel. Schade. Sebastian Vierfacher Vettel. Weltmeister, let's go. Hat 53 Siege und ist damit auf Platz 3. Dann haben wir Max Verstappen. Max also Verstappen. Das fängt ja jeder mit diesem Unterton an, wenn man Holländer nennt, ja? Keine Ahnung. Peter ist ja halber Rudi Carrell, ne? Auch ja. Direkt in den, keiner sagt Rudi Carrell, ne? Nee, Rudi Carrell. Max Verstappen, ich mach's mal deutsch, hat 35 Siege insgesamt bis zur Saison 2023 einfahren können. Das ist der 6. Platz. Der steigt die Liste. Mhm. Dann Rudi Carrell. Nehme ich als nächstes Niki Lauda. Den hatte ich auch auf der Liste. Er ist ein guter. Aber ist er auch unter den Top 30? Das ist die Frage. Natürlich. Stimmt, oder? Das ist doch eine Legende. Wie heißt ist die Mutter von. Er ist es. Auf Platz 11. 25 Siege insgesamt. Mit 25 Siegen bist du auf Platz 11? Ja. So einfach ist das gar nicht, Siege zu machen. Ich denke mal, wir haben da echt geringe Siegsanzahlen, so um die 30er. Ich nehme als nächstes Fernando Alonso. Der müsste aber mehr haben. Ja, habe ich auch.
hätte auch einfach 16 sagen können. Ich habe Alzonso geschrieben, ja. Ich hätte einfach 16 sagen sollen. Wenn da jeder drinsteht mit einem Sieg, dann kriege ich auch 30 hin. Alonso hat mehr Siege als Niki Lauda, 32, und das bringt ihn auf Platz 7. 6 hast du schon, du musst noch 10. Mika Hacking. Den habe ich auch gehabt. Mika Häkkinen. Das war damals eine Fehde, ey. Mein Gott, ey. Ich erinnere mich. Das war noch cool. Mika Häkkinen hat insgesamt 20 Siege auf Platz 17. Oh, okay. Dann kommen wir doch vielleicht nicht so in den niedrigen Bereich mit 30. Dann Alan Post. Der Professor. War Säufer, wa? Ja. Er war lange Zeit bei Renault dann noch als Berater tätig und hat wahrscheinlich viele Tränen geweint. Oder man hat einfach schlecht beraten. Ja, vielleicht. Er ist aber auf jeden Fall gut gefahren auf Platz 4. 51 Siege insgesamt. Was? Nico Rosberg. Nico Rosberg, der schon lange den nicht mehr erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten tatsächlich mal eine Saison besiegt hat und noch heute sich drauf ausruht. Aber ist auch eine gute Leistung. Ja, und die hat er auch abgelegt. Platz 14 mit 23 Siegen. Als nächstes nehme ich Mark Webber. Multi-21, Sebastian. Multi-21. Mark Webber. Australier und Manager von dem... Ja, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist ja, ob der 30 Siegen hat. Ich versuche hier gerade die Zeit zu überbrücken, die Andi braucht zum Raussuchen. Oh, jetzt erzähl doch mal ein Stück aus deinem Leben. Einen guten, ja. Nicht wer Mark Webber ist, Alter. Ist nicht... Was? Mark Webber ist voll der Lappen, Alter. Oh, ein das ist Läppchen. Gut. Ramm, unsere Chance. Und total unsere Chance. Ganz oben mit dabei. Das ist dein erstes Kreuz. Du darfst noch einen Fehler machen. Ich nehme Fangio. Wer? Einer der ganz alten. Ich kenne nur Franjo und das ist doch irgendwie so ein Topmodel. Also, ja, nee, das war der Fangio Typ, der dem... Boot. Der fährt im Croissant auf jeden Fall, im Zweifel. Ja, Juan Manuel Fangio, einer der erfolgreichsten, zumindest was die WM-Titel betrifft, ja. Fahrer aller Zeiten. Wie viel hat der nochmal? Taucht hier nicht auf. Ich glaube, hat der 4 oder 5 WM? Nee, 5 gibt es nicht, dann müssen er 4 haben. Okay. Oder 6. Je nachdem, aber wahrscheinlich dann 4. Und insgesamt 24 Siege, das ist der 12. Platz. Jawohl, nice. 10 hast du, 16 Juan Fangio. Dann nehme ich noch einen alten Jackie Stewart. Jackie Stewart hat irgendwie so eine richtig, richtig unfassbar attraktive Frau. Okay. Wirklich. Ich finde, wenn jemand sagen würde, boah, Dennis, heute Abend kannst du Jackie Stewart treffen. Alter, ganz schön, geh mal im Kopf, da drin, wo ich mir denke, so, Alter, die muss so, die, bei dem Namen, ich finde den so unfassbar awesome. Ja, Jackie Stewart ist auf Platz 9. 27 Siege konnte sie oder er, je nachdem, einfahren. Ja, der hat immer so eine geile Mütze auf. Damon Hill. Oh, den habe ich auch noch. Dämonischer Hügel. Damon Hill ist auf Platz 15 mit 22 Siegen. Rubens Barrichello. Wow. Rubens Barrichello. Ist das nicht irgendwie das Anhängsel gewesen? Hat 11 Siege einfahren können. Ja, damit bist du doch auf dieser Liste, oder? 31. Und ist auf Platz 28. Ja, sag ich doch, sobald du mal gewonnen hast, bist du einer der geilsten Fahrer der Erde. Noch 3, Peter. Und du darfst dir noch einen Fehler erlauben. Kimi Räikkönen. Weltmeister. Ja. Er muss gar keine Spannung machen, das weiß selbst ich, dass der dabei ist. Gewonnen. 21 Siege auf Platz 16. Noch 2. Jenson Button. Jenson Button. Oh, bitte. Auf Platz 19 mit 15 Siegen. Einen noch. Toll. Und ich darf mir noch ein Kreuz erlauben, ne? Richtig. Ja, nimm ihn nicht. Ja, nimm ihn nicht, Peter. Nimm ihn das nicht. Das könnte jetzt richtig ja, in die Hose gehen. Disjay, nimm ihn nicht. Auch wenn er nicht dabei ist. Ich will ihn auch dissen. Ich gebe dir sonst noch einen, den du nicht hast. Ich hab auch noch ein paar.
Ich habe auch einen, den hast du nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, der dabei ist. Da wäre auch ein paar, die du nicht hast. Ich glaub, also, weiß, welchen Bram noch hat. Ich möchte nehmen, den Bram hat, und zwar Heinz-Harald Frenzen. Nee, den habe ich nicht. Den habe ich auch nicht. Was? Echt nicht? Ich war mir nee, so sicher. Nein. Ich dachte, der wäre Fußballer gewesen. Was? Hat uns selber mal gesagt. Gar nicht als Formel-1-Fahrer gerade so einen Kopf gehabt. Weil der Formel-1-Fahrer, ja, okay. Du hast doch mal gesagt, das ist dein Lieblingsfahrer. Jetzt ja, scheiße. Das ist ein bisschen so fluide, weißt du, was, wer so mein Lieblingssportler ist. Aktuell finde ich Tiger Woods ganz geil. Okay. Einser Benson. Also es ist ein Formel-1-Fahrer, das stimmt schon mal, aber leider nicht in den Top 30, deswegen Peters zweites Kreuz. Und Peter, was ist mit David Coulthard? Ja, den habe ich auch noch auf der Liste stehen. Boah, ich weiß es nicht. Jetzt wird dir sogar schon geholfen. Ja. Der ist doch ja, Weltmeister. Ja, nur damit das eine nicht passiert. Nee, ich will mich von euch, Aber der ist Weltmeister. Ey, komm, David Coulthard haben wir beide, der muss irgendwie relevant sein. Ich nehme lieber den... Ach komm. Vater von Max Freundin, der ein riesen Wichser ist, aber den nehme ich trotzdem. Nelson Piquet. Mhm. What? Wer ist das denn? Ja, das ist so ein feiner Pinkler beim Essen. Hättest du nicht einfach den Vater von Verstappen nehmen können? Da weiß ich auch nicht, wie viele Siege der hat. Der hat ja auch keinen nie einen Weltmeistertitel oder so geholt. Ja, aber David Coulthard hat Joost Verstappen? Joost? Also, Nelson Piquet hat Peter gesagt, wenn das jetzt richtig ist, kriegt er die 16 Punkte. Wenn es falsch ist, wäre lustig, wenn er falsch ist. Wenn er falsch ist, schicke ich den Clip direkt Jay. Ja. Nelson Piquet ist auf Platz 13, 23 Siege. Yes, ohne eure Hilfe habe ich hier, ohne diesen anderen Fahrer zu nennen, David geschafft. Coulthard, also. Sehr gut. David Coulthard wäre dabei gewesen, oder? David Coulthard wäre dabei gewesen auf Platz 24 mit 13 Siegen. Aber guck mal, da habe ich ja die sicherere Bank gewählt. Wir gehen einmal noch durch auf Platz 30. Ja, das war für den Joke, wirklich. Platz 30, Jacques Villeneuve. Den hatte ich auch noch. Oh, mit 11 Siegen übrigens. Du hast Mark Webber genannt, der hat 9 Siege insgesamt einfahren können. Und ich gucke mal gerade Heinz, Harald. Warum ist denn Jacques Villeneuve hinter Rubens Barrichello? Ja, finde ich auch eine Freiheit. Ja, warum ist da gibt es wahrscheinlich der letzte Sieg oder so. Heinz-Harald Frenzen übrigens, Bram, 3 Siege. Danke. Und merke konnte damit Vize-Weltmeister werden. Ich habe mit 3 Siegen Vize-Weltmeister. Was? Ja, wenn du durchgehend eine gute Leistung zeigst, musst du nicht so viel gewinnen. Er muss ja auch nicht immer nur also siegen. Kannst du auch immer nur Zweiter werden. Das reicht. Ich hatte noch Montoya. Ist der da irgendwo? Montoya ist nicht dabei, nein. Ja, dann wäre es auch langsam echt eng geworden mit meiner Liste. Dann hatte ich noch Ralf Schumacher. Ralf Schumacher ist auch nicht dabei. Hey. Gut, dann war's knapp. Nee, Platz 29, Felipe Massa. Ach ja, Massa. 27. Carlos Reutemann. Das ist ein Deutscher? Auch leider nur Italiener. Gehört. Na, Carlos klingt irgendwie Spanisch, oder? Aber, Reutemann. Ja, ist ja auch, Argentinier ist er. Natürlich. Auch Vize-Weltmeister, 81 geworden. 26, Alan Jones. Hm. 25. ist Mario Andretti. Ah, Andretti. Mhm. Die wollen jetzt wieder reinkommen. Auf Platz 23, auch ein Name, den man schon mal gehört haben kann, mit 13 Siegen. Alberto Ascari. Jo. Ein Sieg mehr auf Platz 22, Graham Hill. Das ist der Vater von Damon. Stimmt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die sind verwandt. Wahrscheinlich. Meine, der Vater, wer müsste ja nicht Graham Mountain heißen? Hey, da kam ich an, die wieder etwas. Ja, mit so einem kleinen Schmunzler hat man ihn direkt. Platz 21, Emerson Fittipaldi. Platz 20. Ich dachte, auch, Jeff Bezos hat Emerson. Naja. Platz 20. Versuch das jetzt einfach zu ignorieren. Jack Brabham. Oh, da hat Peter wirklich fast alle, die einem so einfallen können. Ja, Platz 18, Sterling Moss. Platz das alles 10. Richtig, Alter. Das ist der Bruder von Kate Moss. Jim Clark. Au! 25 Siegen. Und wer ist jetzt? Wen habe ich denn noch vergessen? Ja, siehst du jetzt auf der 8. Mit 31 Siegen auf Platz 8. Nigel Mansell. Nigel. Sorry. Ja. Nigel Nagel. Rite, glaube ich, ja. Stimmt. Und auf Platz 2. Wer könnte es anders sein? Ah. Ralf, nein, Michael, Michael. Oh, lol. 91 Siege. Da. Ganz schöner Abstand zu Vettel.
Und Hamilton auch jetzt mittlerweile 12 Siege vorne. Der hätte auch noch. Ob sich das nochmal ändert, mal gucken. Ja. 16 Punkte für Peter, die anderen beiden noch 0. Aber wir haben hier noch 2 Runden, die wir spielen. Und die nächste Runde, da müsst ihr mir bitte nennen. 30 Stück, und zwar die 30 größten Städte der neuen Bundesländer. Okay. Das ist ganz wichtig. Nach Einwohnerzahl, also Boah. Es geht nicht nach Fläche, sondern nach Einwohnerzahl, mit dem Stand von dem 31. Dezember 2021, ist wahrscheinlich für euch irrelevant, aber die 30 größten Städte der neuen Bundesländer. Eine Info noch, das ist ganz wichtig, weil eine Stadt habt ihr wahrscheinlich jetzt alle im Kopf, die fällt aber raus. Berlin ist nicht dabei. Okay. Ja, ich habe meine Frage gewesen, ob da nur Ost-Berlin zählt oder. Nein, also ohne Berlin ist nicht mehr drin. Okay, da kriegen wir Fragen? Hin. Das, ich habe viele Fragen grundsätzlich, ja. Auch welche, die wir hier besprechen sollten? Nein, oder? Auf keinen Fall. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir wieder die Zeit. Ihr geht wieder in die Channel, Sepp bleibt einfach hier. Okay. Ja. Dann bis gleich. 5 Minuten. Bram? Ja, Entschuldigung. Und die Zeit startet jetzt. Das ist jetzt eine gute Frage, Andi. Ja. 30 Städte, das sind ja fast alle Städte da, ne? Da sind ja schon 50.000 Einwohnerstädte schon fast bei, oder? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber 30 Städte ist schon viel, ja. Dresden, Leipzig, Potsdam. Müsste man natürlich wissen, was die neuen Bundesländer sind, aber das traue ich nicht. Ja, also ich bin mir schon, also mir kam irgendwie Cottbus in den Kopf, aber da weiß ich schon nicht, ob Cottbus denn noch da so zuzählt oder nicht. Da weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich war da auch so urlaubstechnisch und so, war ich halt in den großen Städten wie den. Aber das war dann schon fast, ne? Ostdeutschland hat auf jeden Fall sehr viele schöne Städte, muss man sagen. Erfurt ist doch auch noch ein neue Bundesländer, ne? Erfurt. Ach, hier, wie heißt denn nochmal die schönste Stadt Deutschlands? Castrop-Rauxel? Jena, genau. Ach so. Jena. Da hatte mir irgendwann mal einer geschrieben, privat, dass Jena wirklich schöne Ecken auch hat und man das gar nicht so haten sollte. Aber ich kenne auch wirklich nur, dass du fährst an der Autobahn vorbei und dann. Also, mehr Plattenbauten auf einem Ort habe ich noch nie gesehen. Nicht mal in Berlin. Gut. Also wirklich hässliche Plattenbauten. Ich glaube, Plattenbauten sind per Definition hässlich irgendwie. Zumindest gefühlt. Ich weiß es nicht. Ja, aber das hat echt einiges gegönnt. Du hast noch 3 Minuten und 15 Sekunden. Ich gehe mal zu Bram. Ja, mach das. Hallo, Bram. Hallo. Na, Grüße mit dir auch. Weißt du, die neuen Bundesländer brauchst du mir jetzt nicht sagen, aber du hast einen groben Eindruck, ja? Ich glaube, ich weiß die 5 neuen Bundesländer. Was natürlich schon scheiße ist, ist, dass natürlich Berlin raus ist. Was heißt scheiße, wäre eh nur eine Stadt gewesen. Ja. So, dann bin ich so im Linken Brandenburg, ist ja eigentlich Potsdam halt für mich. Und dann ist es das eigentlich gewesen. So, gleich ist es mit MacPom. Da habe ich Schwerin als Hauptstadt und vielleicht Rostock. Ende. So, dann habe ich Sachsen. Dachte ich mit Dresden. Fällt mir auf Anhieb nicht ein. Sachsen-Anhalt haben wir dann Leipzig. Fand ich gut. Leipzig, Magdeburg und Halle. Wobei Leipzig ist natürlich noch in Sachsen. So, das ist auch durch Erfurt haben wir dann. Erfurt. In Thüringen haben wir Erfurt. Dann habe ich 9. Und dann ist so, okay, jetzt denke ich mir gerade so, da muss es gewesen sein. Also 30 ist natürlich schon auch eine Menge, ne? Also da kann man sich auch überlegen, wie viele Einwohner dann die letzte Stadt da hat. Ja, das ist halt so das Problem, was ich habe, weil, naja, ganz Brandenburg hat 4 Millionen Einwohner, knapp, also etwas weniger als Berlin. Boah, Alter. Ich weiß es doch nicht. Andi, ich weiß es doch nicht. Er weiß es nicht. Also du hast noch 2 Minuten Zeit, dir Gedanken zu machen. Ich nehme die 2 Minuten echt krass zu Herzen. Okay. Gut, ich gehe mal zu Peter, unserem Geografie-Ass, und guck mal, was rumkommt. Hallo Peter, na? Ich finde es schön, mit welchem Grinsen du hier schon reinkommst, Andi, weil du genau weißt, dass es eine absolute Katastrophenkategorie für mich ist. Nachdem ich gerade aber gut abgeräumt habe, muss ich damit klarkommen. Ich habe nicht mal 10 bisher. Na, immerhin. Was heißt denn nicht mal 10? Das können ja dann auch 2 sein. Nee, 8 habe ich bisher. Okay. Wo ich so war bisher und was man schon mal so gehört hat. Bei einem bin ich mir nicht mal sicher, ob es in den neuen Bundesländern ist oder nicht. Okay, naja.
Also, ich bin, würde mich, auch wenn du es gerne sehen würdest, würde es mich wundern, wenn ich diesmal den Zuschlag bekomme. Ach Mann. Also, du hast noch eine Minute Zeit, um dir Gedanken zu machen. Komm, ich erzähl's dir, damit du lachen kannst. Ja. Ich habe aufgeschrieben Braunschweig und ich bin mir nicht sicher, ob das in Sachsen-Anhalt ist oder nicht. Das werde ich dir nicht jetzt verraten, logischerweise. Ja, verständlich. Aber dass wir es alle mal gehört haben, ist ja schon mal schön. Ja. Verdammt. Deswegen läuft so halb gut bei mir, würde ich mir jetzt mal behaupten. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr daraus macht. 40 Sekunden noch. Ich sag dir gleich Bescheid, wenn ich dich ziehe und ich gehe dann mal hoch zu Sepp. So, Sepp. Noch 30 Sekunden hast du Zeit. Ja, also seitdem du gegangen bist, hat sie jetzt hier nicht viel getan. Wir haben nicht viel verpasst, ja. Also, aber das wird mir in Süddeutschland, glaube ich, genauso gehen. Da würde ich jetzt München, Stuttgart, Baden-Baden, wobei Kaiserslautern, Nürnberg, ja, würden einem schon ein paar mehr einfallen. Aber jetzt auch nicht. Es ist teilweise schwierig, sie zuzuordnen, das stimmt auf jeden Fall. Ob das jetzt neue Bundesländer sind oder nicht mehr. Das mischt noch fast egal. Ich kenne gar nicht so viele Städte da drüben, weil ich da halt, also, so in NRW kenne ich mich aus, aber, weil ich wohne ja hier, aber ich bin ja nie da. Ja. Und dann siehst du ja nicht mal die Schilder da irgendwie. Das stimmt, ja. Also, ich bin gespannt, was ihr macht. Die Zeit ist abgelaufen. Ich werde jetzt die anderen beiden ziehen. So, Zeit ist abgelaufen. Ich ziehe dich. Zeit ist abgelaufen. Ja. Peter, ich ziehe dich. Bin ready. So. Ich hoffe, meine Kategorie kommt noch. Also, ihr hattet genug Zeit, euch ganz, ganz viele auszudenken, ganz viele Städte. 30 müsstet ihr mir nennen. Ihr könnt aber setzen. Und diesmal beginnt Brammen. Geil. Ich sag 10. Okay, 10 gilt's zu schlagen von Sepp eventuell. Ja, nee. 10 habe ich nicht. Okay, Sepp ist schon raus. Peter. Ich habe auch keine 10. Boah, ich hab sogar 11. ich glaube, wenn du, also jedes größere Städtchen dürfte da wahrscheinlich drin sein bei den 30 Stück. 30 ist echt viel. Okay, also bleiben wir bei den 10. Und Brammen muss uns diese nennen. 10 Stück von Brammen, 10 Städte in den neuen Bundesländern. Und du darfst beginnen. Ich fange einfach mal an, hoffentlich mit der größten, und es ist Dresden. Das ist kein Geheimnis. Dresden ist sehr groß, 555.000 Einwohner, ist aber nur auf Platz 2. Okay, dann Leipzig. Das ist unser Platz 1. Das ist unser Platz 1. Fast 50.000 Einwohner mehr. Gut, so, damit ist Sachsen bei mir durch. So, gehen wir nach Brandenburg. Da habe ich Potsdam. Potsdam in eiserner Hand von Günther Jauch auf Platz 8. 183.000 Menschen. So, das war mir Brandenburg. Gehen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ich sage Rostock. Rostock? Stimmt. Ist etwas größer als Potsdam. 208.000 Menschen wohnen da auf Platz 7. Okay, und Landeshauptstadt Schwerin hoffe ich dann auch einfach. Ich bin einfach jetzt mal von aus, dass die Landeshauptstadt drin ist. Das ist, ja, könnte man meinen. Doch. Ist ja auch so. Auf Platz 11 Schwerin, 95.000 Menschen. Geil. Guck mal, du bist nachher bei Platz 30 wie bei 50.000 Einwohner wahrscheinlich. Ist dann übrigens Schwerin dadurch keine Großstadt mehr, ne? Ab 100.000 gilt es als Großstadt. So, dann gehen wir nach Thüringen und dann nehmen wir Erfurt. Da waren wir ja auch schon mal. 213.000 Menschen wohnen da auf Platz 6. 6 hast du auch, brauchst noch 4. So, dann Potsdam hatte ich auch. So, dann haben wir jetzt natürlich noch Sachsen-Anhalt und dann gehen wir mit Magdeburg. Sehr gut, schöne kurze A. Ja, hat aber auch sogar mehr Einwohner als Erfurt. 236.000 Einwohner, krass. Damit auf Platz 5. Geil. Ja, und dann war ich mir nicht ganz sicher, aber ich nehme Halle auch noch, weil Leipzig, Halle. Also wenn Leipzig mit 600.000 Einwohnern nicht mal einen eigenen Flughafen hat, ja, sondern sich hinterheilen muss, dann ist Halle wohl groß. War es nicht so? Nee, Leipzig war das gar nicht, ne? Egal, sprechen wir gleich drüber. Erstmal, Halle hat auch viele Einwohner. 238.000 nämlich, ist damit auf Platz 4. Halle an der Saale. Guck dir an, Junge. Es läuft. Dann sag ich Karl-Marx-Stadt. Heute Chemnitz. Chemnitz. Das wäre das 9. Und selbstverständlich ist das auch dabei auf Platz 3. Geil.
So. Einen musst du noch. Einen, und dann einfach Stadt. Nur, weil da meiner Meinung nach ein riesen ICE-Kreuz ist, weil ich es nicht kenne, dadurch, dass ich jetzt in Berlin wohne und wenn wir halt im Zug fahren, fahren wir halt ja immer die, ich sag mal, die ICE-Trasse A2. Ich weiß nicht, die haben bestimmt einen anderen Namen, aber die Parallelstrecke der Bahn. Und dann hält man immer in Stralsund. So, und das, also ich meine ganz ehrlich, und Stralsund wird, also die werden ja keine Strecke machen, die zu Pissstadt 5 fährt, oder? Also Sixer Stralsund. Also ich kann euch sagen, es wird hier und da mal auch bei Hochgeschwindigkeitsstrecken vom ICE so Klüngeleien gemacht, dass irgendeine kleine Stadt mit 3000 Einwohnern sagt, wir wollen aber einen ICE halt haben. Nee, der liegt dann einfach auf der Strecke, ne? Genau, und ja, also dann sagen die, ihr dürft hier durchbauen und dann dafür kriegen wir einen Halt. Wenn ihr aber hier, wenn wir keinen Halt bekommen, dann dürft ihr auch nicht durchbauen. Ja, aber in Stralsund ist nicht nur ein Halt, da ist auch so ein Drehkreuz. Ja, ist ja direkt an Rügen, ne? Ist ja die letzte Instanz vor Rügen. Stralsund hat 59.000 Einwohner, ist damit auf Platz 20 und das ist dein 10. Mit 59.000 Einwohnern bist du auf Platz 20 schon nice. Ich hätte noch Frankfurt an der Oder gehabt und das wäre gewesen. Ja, wir gehen einmal durch. Frankfurt an der Oder ist auf Platz 21, 56.000 Menschen wohnen da. Wäre den anderen beiden noch. Vergessen, Cottbus habe ich auch noch. Jena ist auf Platz 9, richtig. Ja. Cottbus ist auf Platz 10. Ja. Hätte ich beide nicht gehabt. Das war dann aber auch bei mir. Sonst nichts mehr? Okay. Ja, ich hatte ja noch Braunschweig, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Nee, Braunschweig ist nicht dabei. Nee, Braunschweig ist woanders, Peter. Ja, du bist doch schon in Niedersachsen, oder? Ja, ich weiß nicht, warum ich Braunschweig mit den neuen Bundesländern verbinde. Weiß ich das auch lassen nicht. Wir jetzt mal so dahingestellt. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Einwohner auf Platz 3, in Platz 30 wohnen. Es ist Eberswalde. Ja. Oh. Alter. Und dort wohnen 41.000 Menschen. Ich mal die 50. Also das war die untere Grenze. Die nächste Stadt habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Genauso viele Einwohner, ein bisschen mehr dann, aber Eisenach. Ja, gehört schon mal. 1000 Menschen Eisenhüttenstadt müsste noch dabei sein. Wir schauen. Platz 28, 1000 Einwohner mehr als Eisenach, Berna. Mhm. Dann Braunen. Ah ja, gibt es also auch. Platz 27, Wismar. Ja. Das habt ihr schon mal gehört. Wismar, das ist noch Vorname. Dann Platz 26, Falkensee. Oh, lol. Oh, krass. Ja, lol. Das ist direkt hier dann ist doch Spandau drin. Ja, ich weiß, das ist direkt an Spandau dran. Da wohnt mein Onkel. Platz 25, schöner Name, die Lutherstadt Wittenberg. 44.000 Menschen wohnen da. Na gut, dass die sich nicht Wittenberg nennen oder Lutherstadt. Dann nennen wir es Lutherstadt Wittenberg. Platz 24, auch wieder 1.000 Leute mehr, Gotha. Ja, schon mal gehört. Jetzt eine Stadt, da hättet ihr vor allem Peter und Bram drauf kommen können. Absolut. Theoretisch würde ich mal sagen, 46.000 Menschen wohnen in Oranienburg. Das ist eine Stadt. Warum hätte ich darauf kommen können? Ist das nicht in der Nähe von Berlin? Wenn du das sagst. Also das kenne ich, ich dachte, das wäre ein Stadtteil. Ach stimmt, das ist auch ein Stadtteil, ja. Könnte natürlich sein. Oranienburg, hören wir mal. Ja, doch, ist in der Nähe von Berlin. Ja, wie viel denn in der Nähe? Landkreis Oberhavel. Also direkt drüber, sagen direkt, wir mal so. Direkt. Im Land Brandenburg ist es direkt drüber. Haben wir da Minigolf gespielt? War das in Oranienburg? Wahrscheinlich nicht. Hinaus. Es ist wenige Kilometer nördlich der Berliner Stadtgrenze. Also weniger heißt für mich 3 so ungefähr. Ja, naja, okay. Habt ihr nicht gehört. Aber die nächste Stadt, die habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. 55.000 Einwohner wohnen in Görlitz. Das kenne ich. Ich kenne den Park, den Görli. Da gehe ich immer einkaufen. Ja. Brokkoli. Das Einzige, was dir die Lieferdienste nicht liefern. Ne? Ja, 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 da kennst du Berlin auch aber schlecht, Andi. Stimmt. Platz 19. Greifswald. Jo, das habe ich mal gehört. Das sind alles für mich Berliner Stadtteile, what the fuck? Ja, ich glaube auch. Platz 18. Neubrandenburg. 63.000 Menschen. Jo, stimmt, es gibt auch noch Brandenburg. Als ob. Ja. Die Stadt Brandenburg in Brandenburg? Ja, die gibt es auch noch. War sehr kreativ. Platz 17, Plauen. Plauen. Platz 16 habt ihr auch schon mal gehört, auch sehr bekannt. Weimar, 65.000 Menschen. Ach, das war mal größer, das war mal eine ganze Republik, wa? Das ist unfassbar. Andi, heute ist Sarah drehen, man scheiße. Heute ist stark. Ach, guck mal, jetzt kommt hier, ich glaube, die Stadt, die Bram meint, ist ein bisschen, heißt nicht nur Brandenburg, sondern Brandenburg an der Havel. Wahrscheinlich ist das der komplette Name, dann 72.000 Einwohner wohnen da. 78.000 Menschen auf Platz 14 wohnen in Dessau-Roßlau. What the fuck?
Und dann die letzten beiden, die habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Zwickau mit 86.000 Menschen und Zwickau. Auf Platz 12 91.000 Menschen wohnen in Gera. Mhm. Gera? Gera. Gera, komm mal rum! What the fuck, Alter? Noch nie gehört? Geralt von Gera. Ja, Geralt von Gera. Das waren alle 30. Und Bram hat bravourös hier ohne Fehler 10 genannt. Deswegen 10 Punkte für Bram, 16 für Peter, weiterhin in Führung. Aktuell noch 0 bei Sepp. Aber das kann sich ja in der letzten Runde ändern. Wir kommen zu Runde Nummer 3. Und ihr müsst mir hier nennen, bitte, die 30 meistverkauften Spiele für die Nintendo Switch. Und das ist vom Stand 20. September 2023. Wird euch nicht interessieren. Was euch aber interessieren sollte, ist Doppelspiele werden zusammengerechnet. Ja. Wissen alle, was damit gemeint ist? Oder muss ich ein Beispiel machen? Pokémon sind alle Pokémon. Es wird dann die Doppelspiele. Genau, wenn die Editionen werden addiert und nicht einzeln aufgeführt. Kann dann natürlich in der Liste nach oben wandern, ne? Nur für euch zur Info. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nee. Okay. Weil man der Status, Entschuldigung, der Stand ist immer wichtig. 20. September 2023. Also okay, doch so von aktuell. Uns relativ aktuell, ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Einer muss noch gehen von euch. So, Entschuldigung. Dann starten die 5 Minuten ab jetzt. Ja, mega, ey. Das ist doch mal was ihr beantworten könntet. Also auf der Switch spiele ich neben Octopath Traveler weniger. 1 und 2 kam der erste Teil auch schon für die Switch? Doch, schon. Also, das ist schon nicht so ganz so einfach. Vor allem, weil ja auch alle Mario-Teile und alle Zelda-Teile, was heißt denn alle Zelda-Teile, aber es gab ja auch Remakes und so. Ja. 1 und 2. Heißt das Breath of the Wild 2? Nee. Also, es reicht mir, wenn ihr mehr genau sagt. Reicht, ne? Der exakte Titel brauche ich nicht. Ich muss das Spiel erkennen können. Okay. Dann gibt es noch Mario Tennis, Mario Golf, Mario. Wie hieß denn nochmal diese Sports-Scheiße? Die Wii Sports, das neue quasi. Hm. Schwierig. Mario Party. Mario Party, welcher Teil? Fuck me. Ja. Oh, Andi, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich glaube, Peter, geh mal zu Peter. Der wird dir, glaube ich, die dicken Banger präsentieren. Okay, du hast noch 3 Minuten und 15 Sekunden und ich geh mal zu Peter. Das. Hallo Peter, knapp 3 Minuten noch. Wie viel hast du schon? 30 oder mehr? Nee. Das sollte man meinen, das müsste jetzt auch eine Kategorie von mir sein. Ich tue mich nur relativ schwer, aber ich komme ganz gut voran. Es gibt eine Pokémon-Generation, die mir nicht einfällt. Es sind ja mehrere Generationen erschienen, aber eine fällt mir nicht ein. Nur für dich zur Info habe ich auch eben zu Sepp gesagt, ihr müsst mir nicht den exakten Titel des Spiels nennen. Es reicht, wenn ich ihn erkenne, aber er muss dann schon eindeutig erkennbar sein. Okay. Das heißt, man darf sagen, die letzte Pokémon-Generation und die vorletzte Pokémon-Generation und die davor? Boah, ey, das wäre mir fast schon wieder zu uneindeutig. Weil das ist ja also, erkennbar und sehr eindeutig. Ja. Also da will ich schon bis okay, da muss ich dann schon ein bisschen vom Titel noch wissen. Dann sagt also, das Sepp auch. Ja, okay. Aber nur, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, ich sag das nochmal, Sepp, okay. Ja. Sepp, nur nochmal eben, es reicht mir nicht, wenn ihr sagt, die letzte Pokémon-Generation und die vorletzte Pokémon-Generation. Also, da muss ich schon ein bisschen mehr vom Titel haben. Wir können es gerne darauf ändern, dass ihr mir den exakten Titel nennen müsst. Aber das, so will ich nicht sein. Also, es muss schon sehr genau sein, Sinn, aber er muss nicht 100% exakt genau sein. Ja. Das will ich damit sagen. Okay. Das sage ich jetzt auch mal Bram. Hallo, Bram. Hallo. Du hast noch
45, kurze Info für dich. Ich muss nicht den exakten Titel wissen. Es reicht mir, wenn ich es erkenne. Es reicht mir aber nicht, wenn ihr sagt, die letzte Pokémon-Generation, die vorletzte Pokémon-Generation. Also der Titel muss nicht exakt gleich sein, aber ihr solltet mir schon versuchen, den Titel zu nennen. Ja gut, okay, das verstehe ich. Aber zum Beispiel, das beste Beispiel ist Mario Odyssey. Du musst nicht wissen, Super Mario Odyssey. Genau, das brauche ich nicht. Okay, das verstehe ich dann. Ja, dann ist natürlich dann wichtig, wa? Dann, was war das? Ich glaube, so war das. Tut mich tatsächlich schwerer, als ich dachte, weil ich viel zu viele habe, wo ich mir vorstellen könnte, dass die richtig reinscheppern. Und irgendwann kam ich auf den Trichter der Mario-Spiele und dann war so RIP. Ich habe so eine eigene Liste gemacht, nur mit den Mario-Games. Die mir dann so eingefallen sind. Und dafür können logischerweise nicht alle in den Top 30 sein. Mhm, das ist richtig. Oh, und das ist natürlich schwierig. Sondern denke ich mir die ganze Zeit so, muss es dann ja eigentlich gewesen sein. Eigentlich gibt es ja nur die, ne? Aber auf der Seite vielleicht sind sie auch. Also Mario ist ja auch eine Figur, die ist ja auch gut und groß und so weiter. Die könnte ja dementsprechend jetzt kann man noch Paper Mario, ist mir gerade noch eingefallen, noch irgendwie einfach mit drin sein. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Liste. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Ja, ich glaube, hier könnte es mit Beaten mal funktionieren, tatsächlich. Ja, ich bin gespannt. Wir werden es gleich sehen. Ich gehe nochmal zu Peter. So, Peter. Mhm. Du hast noch knapp 15 Sekunden Zeit. Das ist sehr viel. Mir fällt keine mehr ein, Andi. Vielleicht reicht das ja auch schon. Vielleicht. So, die Zeit ist abgelaufen. Ich ziehe die anderen beiden hier rein. Zeit ist abgelaufen, ich zieh dich sofort. Die Zeit ist abgelaufen, ich zieh dich dann. Ja, bist du verwirrt, oder was? Ja, passt. Also, jetzt hören wir uns ja alle. Sehr schön. Ja. Gut, ihr hattet Zeit. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hierbei rumkommt. Na, ob wir diesmal auch ein bisschen Bieterstreit hier sehen. Wer hat auch mehr als 30? Deine Mutter! Und Sepp darf dieses Mal beginnen. Hey, kein Scherz. Ich beginn mit 5. Peter. Sechs. Darf ich einfach was sagen? Ja, Bram. Okay. Du bist jetzt dran. Ja, dann 7. Okay, jetzt wieder Sepp. Tut mich sehr schwer mit der Kategorisierung von den Teilen. So, das Neueste wäre schon ganz gut gewesen. Jetzt hast du 7, ne? Ich gehe erstmal mit 7, ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob bei dem Bums dann immer noch der... Geh mit 8. 9. Boah, ja komm, Drittel, wir kriegen ja wohl hin. Das ist meistens so, dass das eigentlich einfacher ist, als man denkt. Ich gehe mit 10. Ich bin raus. Okay, Sepp ist raus. 10 steht. Peter, was sagst du? Als ob Bram da 30 Spiele hingeschrieben hat. Das ist gar kein Problem. Vielmehr ist die Problematik gewesen, welche genau. Spiele sind in den Top 30? Ich würde sagen, weil klar definiert, weiß ich auch nicht, ob er die alle richtig hat. Bei wie viel sind wir? Bei 10. 11. Das ist 11. Okay. Okay. Ah, mit 12 gehe ich noch. Komm, das Spiel spiele ich noch mit. 13. Oh Gott. Lass ich dich 13 machen. Wirst du, also 13 Spiele wirst du nennen, aber wird man 13 Spiele nennen, die da drin stehen? Oder ist das so simpel? Und ich denke mir gerade so geil, ich habe mit der Liste eigentlich so die Top 40 abgearbeitet. Und hätte nur ein bisschen Pech. Ah, oh, schwierig, Peter, schwierig. Oh, nee, die lasse ich dich machen. Also 14 muss Peter uns nennen. Wait. Ja? Ich habe 13 gesagt. Nee, völlig richtig. Peter muss einen 13 nennen. Sorry, 14, 13. Okay. 14, okay. Ich habe auch 14 nennen. Gehört. Nix da! 13 habe ich ja noch geboten. 13.
Okay. Du musst Peter nennen. Unter den Top 30. Los geht's. Wir beginnen mit der ultimativen Nummer 1. Das ist Mario Kart 8 Deluxe. Das ist richtig. Das ist richtig und sogar richtig platziert. 55 Millionen Einheiten verkauft. So, ab jetzt weiß ich die Platzierung nicht mehr. Aber mit dabei sein wird ja wohl The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ist dabei auf Platz 4 mit 31 Millionen verkauften Einheiten. Hm. September war es schon lange draußen. Ist oh, klar. Ja. Ja. Klar. Ja, Legend of Zelda sein. Tears of the Kingdom ist bestimmt auch dabei. Ah, ja, Tears of the auch. Kingdom ist auf Platz 9 mit 18,5 Millionen verkauften Einheiten. Wäre da auch Breath of the Wild 2 durchgegangen? Ist gesagt, weiß ich nicht. Technisch gesehen, nein, ist ja kein zweiter Teil. Peter hat's ja gut gesagt, also von nee, daher. Nee, frag das so für mich, weil ich bin bei vielen Dingen sehr unsicher, wie die Betitelung da so richtig ist. Unter anderem bei diesem Spiel. Heißt Tears of the Kingdom, also von daher. Hab ich schon nicht gewusst. Okay, wir nehmen die Pokémons, die ich habe. Wir haben Pokémon Schwertschild, die Generation. Sagst du das auch? Ja. Okay. Entschuldigung. Also Pokémon Schwert. Ich nenne dir jetzt Schild. 3 Pokémon-Sachen und das ist das erste. Okay. Ist dabei auf Platz 6, 26 Millionen mal verkauft, ist natürlich addiert. Habe ich dann auch gehabt. Bis jetzt hatte ich alle. Sehr gut. Also schlecht für dich vielleicht auch, weiß ich nicht. Vielleicht hast du wirklich die Top 30 und hattest einfach zu viel Schiss. Ich nehme noch Pokémon Legends Arceus. Das habe ich auch. Hat es mir noch eingefallen? Ist auch dabei auf Platz 14, 15 Millionen mal verkauft. Und Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli. Ja, mein Liebling. Exakt, den habe ich auch. 15,07 mal verkauft auf Platz 12. So, das war meine Pokémon. Lol, meine auch! Scheiße, ey. Dann, während Corona, voll durch die Decke gegangen, Animal Crossing. Oh, das hatte ich nicht. Das mein Lieblingsgame natürlich, das von allen Switch-Spielen, die es so gibt. Ist dabei. Boah, auf Platz 2, Junge. Zwei. Okay, das war jetzt auch bei mir so eine Frage, weil im Animal Crossing gibt es ja auch mehrere. Aber auf der Switch gibt es nur ein Animal Crossing. Ah. Aha. Hast du nicht, dass das... Ja, okay. So, auch während Corona. Immer ausverkauft gewesen. Hoffentlich dann trotzdem noch in den Top 30. Ring Fit. Oh, hab ich auch, Peter. Boah, Pramm, Alter. Ja, hättest du doch genannt, Junge. Hätte ich genannt. Ring Fit stand auf der Nin-Liste. Ist dabei, auf Platz 11. Ja, siehste. 15,5 Millionen. Was mich an Animal Crossing erinnert. Ach, und ich selber zu simpel. Auf meiner Switch... Auf meiner Switch habe ist Stardew Valley. Wobei ich habe Sorge, dass Digitalverkäufe nicht eingerechnet werden, aber ich nenne trotzdem Stardew Valley. Da kann ich mal so die Fühler ausstrecken, ob digital dabei ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall das Beste wahrscheinlich von den externen. Stardew Valley ist dein erstes Kreuz. Oh. Das ist scheiße. Das stand natürlich auch nicht auf meiner Liste. Also ein Schmutz. Tja, nenne ich dann Minecraft oder nicht? Nein, nenn das, Peter, wenn ich überhaupt Punkte habe. Häng ich mal hinten dran. Ja, Peter, ich sag dir auf jeden Fall, dass das auf meiner Liste auch draufsteht. Ja, okay. Ich nehme erstmal andere Sachen, ja? Ich habe ja noch so ein paar Spiele, ja, die beginnen. Stardew Valley stand ja auch bei mir nicht drauf, ne? Ja, die beginnen mit Super. Ja, die Liste ist bei mir auch. Die ist allein schon 30 Spiele lang. Okay, bei mir nur 4. Und zwar beginnen wir, Andi, mit Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ist auf Platz 3 mit 32 Alter. Millionen. Was? Einheiten. Dann Super Mario Odyssey. Ist auf Platz 5. Super, den hast du? Ja. Super Mario Party. Super Mario Party ist Platz 8. 19 ja, okay, Millionen mal verkauft. Scheiße, es gibt noch ein Mario Party. Ich habe vergessen, wie es heißt, ärgerlicherweise. Und dann habe ich aber noch Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2 wurde 8,42 Millionen Mal verkauft. Und ist damit? Und ist damit auf Platz 22. Okay, meine erste rechte Seite. Noch, und einen Fehler kannst du dir auch noch erlauben.
Scheiße, das sind sehr viele Titel, die man dahin ballern kann. So einfach, Scheiße. Dann nehme ich als letzten Splatoon 2. Splatoon 2. Ja, safe. Ist auf Platz 15, das ist dein 13. Spiel. Sehr gut, damit 29 Punkte für Peter. Stark, Peter. Und das ist der Sieg. Ja, einfach zwei Erwachsene müssen, ey. Steht Minecraft auf der Liste? Minecraft ist auf Platz 28. Oh, geil, Minecraft really? Gehabt. Ja. Ja, ihr könnt gerne noch ein paar Spiele nennen, Splatoon die ihr noch 3? Hattet. Splatoon 3 ist auf Platz 18. Switch ja, Sports. Bei mir. Nintendo Switch Sports auf Platz 20. One, two, Switch. Ist nicht dabei. Okay. Mario Tennis. Golf. Mario Tennis. Ja. Tennis auf jeden Fall. Golf Mario. Weiß ich nicht. Tennis ist dabei Golf. Auf Platz 29. Oh, so weit unten. Okay, krass. Tennis war für mich viel weiter oben. Golf ist nicht dabei. Okay. Golf nicht. Mario und Rabbids? Nein. Die habe ich auch noch. Jo, stimmt. Krass. Luigi's Mansion. Xenoblade. Nee. Oh, Xenoblade. Ja, auch gut. Xenoblade. Nein. No. Was? Was? Aber Luigi's Mansion ist dabei. Genau. Also Luigi's Mansion 3 ist, glaube ich. Ja, genau. Ah, Platz 16. Krass. Dann habe ich noch Paper Mario. Oh. Ist auch nicht dabei. Das kommt, doch, okay. Kommt jetzt auch erst, oder? Das Paper Mario Spiel. Nee, war doch schon. Das kam doch ganz am Anfang mit raus, ja, wirklich, wo du dann den Controller da reinpacken konntest. Das hieß nicht Paper Mario. Paper Mario ist das Rollenspiel. Ach nee, wie, das mit dem Papier, wo du mit Pappe da bist. Ja, genau. Das ist nicht Paper Mario? Heißt anders. Wir können oder? Ja mal die Liste noch mal ja, durchgehen, um sie zu vollenden. Platz 30 mit 4,38 Millionen Einheiten. Kirby Star Allies. Dann auf Platz 27 Donkey Kong Country Tropical Freeze. Platz 26 51 Worldwide Games. LOL, das haben wir auch gespielt, ja. Platz 25 The Legend of Zelda Link's Awakening. Ach, krass. Ah, genau, doch Paper Mario, da, Peter, das meinten wir. Paper Mario ist Origami King. Hier, falls das war zumindest das, was ich meinte. Ist auf jeden Fall nicht in der Liste. Das kommt jetzt erst raus, ja. Scheiße, ja. Ey. Das ist richtig belastend. Was aber dabei ist auf Platz 24, Kirby und das vergessene Land. Das ist ein anderer. Platz 23, Monster Scheiße. Hunter Rise. Lol. Monster dann, Hunter, auch nie auf Alter, der Liste das gehabt. Muss ja ruckeln ohne Ende auf der Switch. Holy shit. Auf Platz 21, Super Mario 3D All-Stars. Dann das Spiel, was Bram, glaube ich, vorhin meinte. Platz 19, Mario Party Superstars. Ah, ja. Das, so heißt der andere Mario Party-Teil. Auf Platz 17, Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Platz 13 hätten wir noch ein Pokémon-Spiel gehabt. Strahlender Diamant und leuchtende Perle. Ja, wer soll sich so eine Scheiße merken? Jetzt mal ehrlich. Ja, aber wenn du Diamond und Pearl gesagt hättest, wäre wahrscheinlich okay gewesen, oder? Ja, das wäre okay gewesen, das hätte ich ja erkannt. Ja, aber ja. Platz 10, New Super Mario Bros. U Deluxe. Auch ein sehr griffiger Name. 16 Millionen Mal, aber trotzdem verkauft. Und auf Platz 7 noch ein Pokémon-Titel. 23 Millionen Mal verkauft. Karmesin, Alter, weißt du, Karmesin ist aber eine echte Farbe. Das ist das Neueste, ne? Stimmt. Karmesin. Was ist denn Karmesin? Was soll das sein? Gehen halt die Farben aus so langsam. Was soll man machen? So was von. Ja, das sind alle 30 Top-Titel für die Nintendo Switch. 13 hast du genannt, Peter. 29 Punkte damit. Das weit auf Platz 1. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Karmesin ist ein organisches Pigment von roter Farbe. Alter, leg mich am Arsch. Ja, Peter verdient auf jeden Fall gewonnen, aber trotzdem ja. Karmesin mein Arsch. Ey. Das ist nicht rot, das ist Karmesin. Ja, Bram, 10 Punkte auf dem zweiten Platz. Sepp, keinen Zuschlag bekommen und die anderen haben keinen Fehler gemacht. Deswegen leider 0 Punkte. Ja, das war diese Ausgabe von Wer bietet mehr? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.